In Jims geht es um den Fabrikarbeiter Hüseyin, der sich seinen Lebenstraum erfüllt, und zwar eine Eigentumswohnung in Istanbul. Am Tag des Einzugs verstirbt er allerdings an einem Herzinfarkt, woraufhin seine Familie aus Deutschland anreist für seine Beerdigung, und jedes Familienmitglied bringt sozusagen ein eigenes Geheimnis mit. Die Idee zu Gins entstand aus meinen Gedanken und meinen Fragen zum Thema Familie. Und zwar, was bedeutet Familie heutzutage überhaupt? Warum gilt sie immer noch als Idealform des Zusammenlebens? Und was stimmt vielleicht nicht darin? Was macht das Ganze mit uns? Ich habe tatsächlich von der Nominierung erfahren, als ich gerade mit meiner Familie am Strand saß und einen ganz chaotischen Nachmittag hatte. Und ja, wir haben dann natürlich auf die Nominierung angestoßen mit einer Limonade. Hüseyin, weißt du, wer du bist, Hüseyin? Wenn du die glänzenden Konturen deines Gesichts im Glas der Balkontür erkennst, wenn du die Tür öffnest, auf den Balkon trittst und die warme Luft über das Gesicht streicht und die untergehende Sonne zwischen den Dächern der Wohnblocks von Setenbohne leuchtet, wie eine gigantische Apfelsine, du reibst dir die Augen. Vielleicht denkst du, vielleicht war jede Hürde und jeder Zwiespalt in diesem Leben nur dazu da, um irgendwann hier oben zu stehen und zu wissen, ich habe mir das verdient, mit dem Schweiß meiner Stirn.